Tipps 4, Rich Clients auf der neuen Plattform, was hoffentlich nächsten oder übernächsten Monat rauskommt, wenn es dann mal fertig wird. Gut, bevor ich in das Thema einsteige, Bauen von RCP-Anwendungen mit Maven Tyco, vielleicht noch ein bisschen was wir bei Hama mit Eclipse machen. Angefangen hat es bei uns wahrscheinlich wie bei allen von euch, zunächst mal Eclipse verwendet, um typische Java-Entwicklung damit zu machen. Irgendwann haben wir dann festgestellt, man kann mit Eclipse auf der RCP-Plattform auch recht schöne Anwendungen bauen und haben dann beschlossen, das erste Programm damit zu schreiben. Das war im Jahr 2005 unser Arthur-Projekt. Das war dann recht erfolgreich. Dann hat die Hama-Gruppe beschlossen, dass also Java und vor allen Dingen Eclipse RCP unsere strategische Plattform ist. Also alle Anwendungen, die wir schreiben oder die wir entwickeln intern für die Firma, machen wir auf Basis von Eclipse RCP. Und 2005 haben wir angefangen damit, 2004 ist Eclipse RCP veröffentlicht worden, waren also relativ früh dabei. Und wir waren einer der ersten Firmen, die auch Spring in großen Stile in das RCP-Projekt mit reingenommen hat, haben wir uns sagen lassen. Das erste Projekt Arthur, das war ein Programm, da ging es darum, die Retourenabwicklung bei der Firma Hama zu gestalten. Also 2005 neu gebaut, neues Wareneingangsgebäude gebaut und in dem Rahmen auch die Retourenabteilung neu aufgestellt mit ganz viel Technik, mit Fördertechnik und Pick-by-Light-Anlagen und automatischem Lager und so weiter. Und da musste natürlich auch eine Software dafür geschrieben werden und das war eben dieses Arthur-Projekt. Abwicklung, Retouren, Umtäusche und Reparaturen. Kreative Namen haben wir bei Hama. Das war recht erfolgreich, das ist bis heute im Einsatz. Auf RCP-Basis, immer wird immer wieder weiterentwickelt. Im Jahr 2006 ist dann, wie gesagt, die Entscheidung gefallen, RCP-strategische Plattform bei Hama und seitdem immer weitere Projekte auf Basis von RCP bei uns begonnen, zum Beispiel das QS-Programm oder diverse Office-Applikationen. Applikationen, um aufs Data Warehouse drauf zu schauen, Telefonbuchanzeige, Applikationen, um Kataloge zu erstellen und so weiter und so weiter. Seit 2010 verwenden wir auch schon E4 produktiv auf den Milestone-Builds. Aber es ist bei uns schon produktiv im Einsatz beim ersten Projekt in Frankreich. Da erzähle ich nachher auch noch ein bisschen was dazu. Und ja, der große Plan, eigentlich schon seit 5 Jahren, ist bei uns unsere große Logistik-Software, die bei uns im Versandzentrum ist, auf Basis von Oracle Forms aktuell, jetzt irgendwann mal auf Eclipse RCP zu migrieren. Es wird wohl auf die Eclipse 4 Application Plattform sein. Gut, wer macht Programme auf Basis von Eclipse RCP hier? Doch einige. Eclipse RCP gibt es seit circa 8 Jahren. 8 Jahre sind für die IT-Zeit eine sehr lange Zeit. Viel hat sich verändert in der Zeit. Die Technologie hat sich verändert, die Art und Weise, wie Programme geschrieben werden, haben sich verändert. Manche Design-Patterns sind mittlerweile verpönt. Dependency Injection beispielsweise hat sich in großem Umfang durchgesetzt und viele von den Sachen, die heute hip sind in der Softwareentwicklung, die sind eigentlich in Eclipse RCP so noch gar nicht drin gewesen, als sie es damals entwickelt haben und heutzutage manuell mit reingezogen. Beispielsweise indem man Spring in das RCP-Projekt mit reinnimmt. Das hat man natürlich auch bei Eclipse erkannt, dass man da modernisieren muss, dass man da neue Technologien unterstützen muss. Und so hat man bereits 2008 begonnen, sich Gedanken zu machen, wie man das RCP-Framework modernisieren kann. Und so wurde das Projekt E4 für Eclipse 4 im Prinzip auf den Weg gebracht. Das hat dann einen Inkubator-Status gehabt und da wurden dann verschiedene Technologien ausprobiert, getestet und alles zusammen ist eben dieses E4-Projekt. 4 Jahre hat man jetzt daran entwickelt. Und jetzt im Jahr 2012 mit dem Release von Eclipse 4.2, Ende Juni, im Rahmen von Juno, wird eben auch E4 als Plattform in Eclipse einfließen und die 3x-Version ablösen. Was bringt die neue Plattform überhaupt? Also es verändert sich relativ viel. Wer RCP-Anwendungen programmiert, der weiß, dass also die API, die Eclipse zur Verfügung stellt, recht komplex ist. Man hat eine hohe Lernkurve, wenn man einsteigen möchte. Und das war der erste Punkt, den man mit E4 angegangen ist. Man hat einfach versucht,
das API einfacher zu machen, viel rauszuschmeißen, ganze Programmierung ja, deutlich einfacher zu machen. Das fängt zum Beispiel an, wenn man einen View programmiert, sieht man hier an der Grafik. In RCP hat man eine relativ lange Vererbungskette, bis man mal einen View-Part hat. Und mit E4 auf der neuen Plattform ist es einfach nur ein Pojo, eine einfache Java-Klasse. Dann zieht Dependency Injection ganz groß in das Framework mit ein. Das heißt, wenn ich jetzt einen View implementieren möchte, braucht der beispielsweise ein Composite, auf dem ich meine ganzen Widgets drauf platzieren kann. Und dieses Composite wird über Dependency Injection automatisch vom Framework in die View-Klasse reingegeben. Genauso mit Services, wenn ich Services von der Plattform verwenden möchte, Selection Service, Part Service, dann kriege ich das alles über Dependency Injection automatisch auf Wunsch in meine Klasse rein initiiert. Dependency Injection, ganz wichtiger Punkt, da verwendet E4 oder Eclipse 4 nicht Spring oder GUIs, sondern implementiert den entsprechenden JSR selbst, eine eigene Implementierung. Weiteres ganz, ganz, ganz wichtiges Konzept, was in E4 einsetzt, ist das einheitliche Applikationsmodell, früher genannt Workbench Model. Jetzt hat man sich auf den Namen Applikationsmodell verständigt. Und das bedeutet, dass, jetzt kommen wir doch wieder ein bisschen zum Thema EMF, dass in eine E4-Anwendung die komplette Anwendung an sich nochmal im Speicher gehalten wird, als eben in einem EMF-Modell. Das heißt, alle Views, alle Commands, alle Toolbars, alle Bestandteile der Anwendung sind nochmal im Applikationsmodell hinterlegt und spezielle Renderer, die auch Bestandteil der Plattform sind, die sorgen dann dafür, dass dieses Applikationsmodell oder alle Elemente des Applikationsmodells auf dem Bildschirm gerendert werden. Und wenn ich auf dem Bildschirm in einem Textfeld irgendeine Änderung mache oder Veränderungen vornehme, dann sind andere Renderer wieder zuständig, die diese Veränderungen sofort zurück ins Applikationsmodell zurückgeben. Also dieses Applikationsmodell ist ein ganz wichtiges neues Konzept in E4. Services ziehen ein, das heißt die ganze gewachsene API von RCP wandert in einfache Services. Services beginnen in E4 mit einem E und können mit Dependency Injection in die einzelnen Klassen reingezogen werden. Auch neu dabei CSS-Theming zum Gestalten von Oberflächen. Also wir müssen nicht mehr die einzelnen Widgets auf Basis von SVT konfigurieren. Wir können einfach CSS schreiben, das CSS an das Composite hängen und damit unsere Anwendung gestalten. Wird also deutlich einfacher durch CSS. Man sieht jetzt an der Liste schon, es ändert sich eigentlich ziemlich viel mit E4. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig, auch für die Eclipse Foundation, weil es gibt Unmengen an Software, die auf Basis von Eclipse RCP geschrieben ist und die muss ja irgendwie weiterlaufen können. Und deswegen war auch ein ganz, ganz wichtiger, Punkt beim Entwickeln von E4, eben eine Schicht mit einzuziehen, mit der man auch alte Anwendungen weiterhin auf der neuen Plattform laufen lassen kann. Und das ist dieser Compatibility Layer, schwieriges Wort. Dass der Compatibility Layer gut funktioniert, das wird man am Eclipse 4.2 SDK selbst sehen. Wenn man nämlich das Eclipse 4.2 SDK betrachtet und die Java-IDE darauf sieht, dann ist ja die Java-IDE, die Java-Development-Tools, nichts anderes als ein Plugin, das auf der Plattform läuft. Und dieses Plugin, diese JDT, sind zum aktuellen Zeitpunkt, nach meinem Kenntnis, noch nicht nativ nach E4 portiert worden, sondern es sind nach wie vor alte Plugins auf der 3X-Schiene. Und die laufen auf der neuen 4.2-Plattform eben mit Hilfe des Compatibility Layers. Eclipse muss ja auch sicherstellen, dass die Java-IDE auch in der Version 3.x noch lauffähig ist. Deswegen hat man da eben das noch nicht komplett auf 4 portiert. Und was mir persönlich auch ganz gut gefällt an der neuen Eclipse 4-Plattform, ist es eben das Tooling, was man im Prinzip kostenlos dazu bekommt. Zum einen das Eclipse 4.2 SDK an sich, mit dem ich schon komplette Eclipse 4-Anwendungen schreiben kann, ohne zusätzliche Tools. Ich habe den Window-Builder mit dabei, der jetzt von Instantiation, Google hat Instantiation, Hersteller von Window-Builder, aufgekauft und hat Window-Builder wiederum an die Eclipse Foundation weitergeschenkt. So haben wir also eine der besten Oberflächendesigner für Java-Anwendungen, würde ich sagen. Kriegen wir kostenlos mit dazu. Ist auch Bestandteil des Juno-Releases, kann man sich runterladen.
Und was auch noch eine ganz, ganz tolle Sache ist, das sind die E4-Tools. Die muss man sich separat installieren. Und bei den E4-Tools, da gibt es eben eine ganze Menge an Wizards, mit denen man sich, View-Klassen erstellen lassen kann, mit denen man sich Application-Models erstellen kann. Es gibt den Workbench-Model-Editor, eigentlich müsste der Application-Model-Editor heißen, aber im Moment heißt es noch Workbench-Model-Editor, mit dem man eben eine Sicht auf dieses EMF-Modell der Anwendung bekommt und das bearbeiten kann. Ein Live-Editor ist dabei, das heißt, man kann eine E4-Anwendung starten, man hängt ein Plugin mit rein und ist dann in der Lage, eine bestimmte Tastenkombination den Live-Editor zu starten. Der Live-Editor ist im Prinzip der Workbench-Model-Editor, mit dem man die laufende Anwendung untersuchen kann und auch Veränderungen am Modell durchführen kann, live, die dann sich aber dann sofort auf die laufende Anwendung auswirken. Und da eben das CSS-Theming hinzugekommen ist, bieten die E4-Tools natürlich auch umfangreiche Werkzeuge, damit man das CSS auch in die Anwendung mit einbringen kann. Aufbau der E4-Plattform. Auf unterster Stelle haben wir die Java Virtual Machine. Darauf aufbauen ist eben schon unsere neue Eclipse 4 Application Plattform, die Equinox verwendet, um eben die ganze OSGI-Funktionalität zur Verfügung zu stellen. EMF für das Applikationsmodell, das in EMF vorliegt, SVT JFS enthält und darauf setzt dann das Workbench Application Model auf, die ganzen CSS-Geschichten und so weiter. Wieder eine Schicht oben drauf, der Compatibility Layer und darauf sitzen dann die einzelnen Plugins. Wenn ich native E4-Plugins schreibe, brauche ich natürlich den Compatibility Layer nicht. So, vielleicht nochmal kurz zum einheitlichen Applikationsmodell. Wie war es früher? Wie wird es in Zukunft sein? Früher war es so, wenn wir eine RCP-Anwendung gebaut haben, wir haben ja an verschiedenen Stellen haben wir unser Applikationsmodell definiert. Wir haben in der Plugin-XML haben wir Views definiert, wir haben Perspektiven definiert, wir haben den Action-Bar-Advisor ausprogrammieren müssen in Java, um zu einer Toolbar bestimmte neue Actions hinzuzufügen, also unsere Toolbars zu konfigurieren. Wir haben iPerspective Factory implementieren müssen, um die Perspektive für unsere Anwendung zu bauen. Das heißt, früher war das Ganze mehr oder weniger ein bunter Mix, ein Kessel buntes, wo die einzelnen Applikationsbestandteile hinterlegt waren. Und mit E4 wird das Ganze eben in ein einheitliches Applikationsmodell einfließen, in dem alle Bestandteile schön geordnet drinstehen. Also Toolbars, die Fenster, die Views, die ganzen Commands, die ganzen Tastenbelegungen und so weiter und so weiter. So sieht der Workbench Model Editor aus den E4-Tools aus. Das heißt, man hat hier so eine hierarchische Übersicht über das aktuelle Workbench Model. Man kann sich durch die einzelnen Elemente durchklicken und auf der anderen Seite kann man das bearbeiten. Also relativ einfach das Ganze. So viel erstmal zu E4 allgemein. Ich wollte aber eigentlich über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich über das Bauen von RCP-Anwendungen. Und das ist ja eine lange Geschichte, denn bei Eclipse gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, um Eclipse-Anwendungen zu bauen. Im Großen und Ganzen kann man sagen, es gibt eigentlich zwei große Bildwerkzeuge, die man verwenden kann, um E4-Anwendungen bauen zu können. Das wäre Apache End oder Maven. Und der erste Ansatz, der genommen wurde, war End. Manche Leute haben sich eigene Skripte gebaut, um die RCP-Anwendung zu bauen. Irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das irgendwann hinzukam oder ob das von Anfang an schon dabei war, das weiß ich jetzt gar nicht genau, gibt es in Eclipse auf jeden Fall diesen Produktexport, wo das Produkt einfach exportieren konnte, die RCP-Anwendung exportieren konnte und da dahinter steckt der PDE-Build und dieser basiert wiederum auf End. Das Projekt Athena gibt es noch, das ist eigentlich gar keine Technologie, mit der man Anwendungen bauen kann. Athena ist vielmehr so ein Hilfsprojekt oder so ein Guide, wo man sehen kann, wie man sinnvoll PDE-Builds aufsetzen kann. Das verbirgt sich hinter Athena. Aufbauend auf PDE-Build gibt es noch den Bugminster und der bietet halt noch viel Zusatzfunktionen für AND-basiertes Bauen von Eclipse-Anwendungen. Der kann auf verschiedene Repositories zugreifen, auf Subversion, auf P2-Repositories und zieht sich da seine Artefakte raus. Er hat, habe ich mir sagen lassen, eine eigene Skriptsprache, mit der man den Build skripten kann. Aber im Grunde baut Bugminster auf dem PDE-Build und damit wieder auf End auf. Als Nachfolger von Bugminster gedacht,
Ich weiß gar nicht, ob es noch weiterentwickelt wird. Es war B3. B3 wollte mit einer eigenen DSL ja, ebenfalls eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, um Builds auch wieder basierend auf PDE-Build zu bauen. Ich weiß nicht, ob B3 überhaupt noch weiterentwickelt wird, ob das überhaupt noch verwendet wird. Und dann gibt es eben die zweite Gruppe an Bildwerkzeugen und die basieren eben auf Apache. Genau. Taiko sind Plugins, die sich in Maven einbinden lassen. Und mit Taiko gibt es eben jetzt die Möglichkeit, Eclipse-Plugins zu bauen, P2-Repositories zu bilden, Feature-Projekte zu bauen, Tests auszuführen und so weiter. Minerva hat auch mit Maven zu tun und ist das gleiche für die Kombination Maven-Taiko wie Athena für PDE-Build. Das heißt, in Minerva, da gibt es auch einen Standardweg oder ein Beispielprojekt, wo man sehen kann, wie man Taiko am sinnvollsten einsetzt, um Eclipse-Anwendungen zu bauen. Ich möchte mich jetzt auf Taiko konzentrieren, weil ich persönlich finde, dass Taiko, glaube ich, am meisten Zukunft hat. Denn bei Eclipse, selbst bei Eclipse gibt es ja viele, viele Projekte und diese ganzen Projekte werden auf unterschiedlichste Weise gebaut. Mit all diesen Varianten, die hier aufgelistet werden, baut Eclipse seine Projekte. Und die wollen jetzt auch ein bisschen aufräumen bei sich und die haben jetzt angefangen, ein eigenes Projekt dafür aufzusetzen. Das nennt sich Common Build Infrastructure, CBI. Und CBI baut eben auf die Kombination Apache Maven und Taiko auf. Und deswegen denke ich, dass diese Kombi auf jeden Fall Zukunft haben wird. Und deswegen kann man sich das einmal anschauen. Gut, was ist Maven Taiko? Maven Taiko ist ein Set von Maven 3 Plugins. Erkennbar an Org Eclipse Taiko. Taiko, dann kommt der Name des Plugins, da gibt es wieder verschiedene Einzelplugins und die Versionsnummer. Es gibt also das Taiko Maven Plugin, mit dem man die Eclipse-Artefakte an sich bauen kann. Es gibt aber noch viele Zusatzplugins, mit denen man so Zusatzarbeiten machen kann, wie Versionierung oder POM-Dateien erstellen und so weiter. Die Installation von Taiko, eine Installation ist eigentlich nicht notwendig. Das Einzige, was Sie installiert haben müssen, ist Maven in der Version 3 oder in der Eclipse-IDE das M2E-Plugin zu installieren. Denn M2E bringt ein eingebettetes Maven schon mit. Also hat man eigentlich dann schon Maven. Und dieses M2E ist eben auch Bestandteil des Juno-Releases, also alles im Juno-Repository verfügbar. Wenn der Build in dem POM zum ersten Mal eine Konfiguration oder einen Zugriff auf Taiko findet, in dem Moment werden eigentlich die Taiko-Plugins runtergeladen ins lokale Maven-Repository und sind dann da drin und werden dann aus diesem lokalen Maven-Repository benutzt. Gut, Maven Taiko ist eine Alternative zum PDE-Build und die Hauptaufgabe von Taiko ist es jetzt eigentlich, die Metadaten, die sich in OSGI-Dateien befinden, mit dem POM an sich zu verbinden. Das ist nämlich eigentlich das größte Problem gewesen, warum man Maven lange Zeit nicht sinnvoll verwenden konnte, um Eclipse-Anwendungen zu bauen. In Maven stehen alle Abhängigkeiten zu einer Anwendung im POM. Und in OSGI-Anwendungen steht es beispielsweise in der Manifest-MF. Und Taiko versucht jetzt an der Stelle zu synchronisieren und beide Welten zusammenzubringen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe von Taiko. Es erweitert das Maven-Abhängigkeitsmodell, nämlich um jenes von OSGI. Es bietet die Möglichkeit, es gibt Maven die Möglichkeit, auf P2-Repositories zuzugreifen, was auch ein relativ wichtiger Punkt ist. Denn im Normalfall greift Maven, wenn es Abhängigkeiten auflösen möchte, dann greift Maven auf Maven-Repositories zurück. Maven-Zentral oder irgendein Maven-Repository, das auf dem Server liegt, Maven-Proxy oder so. Viele Eclipse-Artefakte liegen aber gar nicht in Maven-Repositories, sondern die liegen in P2-Repositories. Das ist ein eigenes Format. Und Taiko gibt Maven hier eben die Möglichkeit, solche P2-Repositories anzuzapfen, die Artefakte darunter zu laden und im lokalen Maven-Repository zu cachen. Dabei verfolgt Taiko einen Manifest-First-Ansatz. Das heißt, zuerst wird die Konfiguration im Manifest, also in den OSGI-Daten, beachtet und dann wird es mit dem POM verbunden. Steht beispielsweise im POM eine Abhängigkeit drin, dann wird die überhaupt nicht beachtet. Also die wird außen vor gelassen. Taiko verwendet nur die Angaben aus dem Manifest.
wo stehen denn überall Konfigurationsdaten in den OSGI-Anwendungen? In vielen unterschiedlichen Dateien. Zum einen mal eben in der Manifestdatei, da stehen sicherlich die wichtigsten Informationen, welche Abhängigkeiten habe ich, welche Version hat mein Bundle. In der Build-Property steht so eine wichtige Information drin, wo liegt überhaupt mein Source-Code, den ich kompilieren muss. Feature-XML, die ganzen Plugins, die meine Anwendung darstellen und die meine Anwendung bilden, die stehen in Feature-XML oder auch in der Product-Datei, wenn ich eben nicht auf Feature-basiert meine Anwendung baue. Meine Plattform kann ich in Target-Dateien definieren und für P2-Repositories, wenn ich Update-Sites generieren will, dann habe ich eine Category-XML, wo viele verschiedene Informationen zusammen drinstehen. Und die Aufgabe von Type ist es nun, die Werte hier rauszuziehen und sie mit den Informationen der POM zusammenzubringen, um den Bild eben zu starten. Ich habe hier auch noch eine Grafik gezeichnet, die darstellt, was Typo alles macht. Typo, diverse Maven-Plugins, liest zuerst die OSGI-Metadaten ein, verbindet das mit dem Maven-POM, holt sich während des Builds Daten aus Maven-Repositories oder P2-Repositories oder Target Definitions, die kann ich auch noch separat angeben, wenn ich möchte, und erzeugt sozusagen Plugins, Features, Products oder ganze P2-Repositories. Um das zu erreichen, fügt Tyco neue Packaging-Types hinzu, fügt Tyco Maven neue Packaging-Types hinzu, um eben die verschiedenen Artefakte, die es im Eclipse-Umfeld so gibt, bauen zu können. Wenn man sich dieses Eclipse-Test-Plugin beispielsweise gedacht hat, Eclipse-Test-Plugin ist eine Erweiterung von Eclipse-Plugin, das ich für Fragmentprojekte beispielsweise verwenden kann. Das Fragmentprojekt hänge ich an mein Eclipse-Plugin dran und führe dann in diesem Fragmentprojekt meine Tests aus und verwende dazu dieses Eclipse-Test-Plugin Packaging-Type. Was muss ich tun, um meine Projekte Maven-tauglich zu machen? Ich muss eigentlich nicht viel tun, ich muss lediglich die entsprechenden POM-Dateien hinzufügen in meinem Projekt. Also hier sieht man, in dem Bundle ist ein POM mit drin, in dem P2-Repository oder in der Update-Zeit sehen Sie das POM drin, im Feature-Projekt. Und was haben wir noch? Hier haben wir noch ein Parent, also das heißt, es ist ein Maven-Multimodule-Projekt, da steht natürlich auch ein POM drin. Ja, also im Prinzip heißt es einfach nur POM-XML in das Bundle mit aufnehmen und darin die entsprechende Konfiguration durchführen. Wie erstelle ich nun dieses POM, meine Maven-Konfiguration? Auf der einen Seite kann ich es natürlich manuell machen. Ich kann aber auch ein zusätzliches Plugin, das mir Tyco anbietet, verwenden. Das ist dieses Tyco POM Generator Plugin. Und mit dem kann ich POMs standardmäßig generieren. Entweder für einzelne Bundles oder wenn ich ein Maven Multimodule Projekt habe, natürlich auch über alle Projekte, die in dem Maven Multimodule Projekt drin sind. Du musst also nicht Einzelbundle für Bundle machen. Hier sieht man, wie das initiale POM aussieht, das der POM-Generator-Plugin baut. Es übernimmt die Group-ID, die Artifact-ID, es übernimmt es 1:1 aus dem Manifest. Also genau das gleiche, was im Manifest steht. Die Version übernimmt aus dem Manifest und den Packaging-Type ermittelt es. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem in der OSGI-Welt und in der Maven-Welt. Da gibt es nämlich Unterschiede, Konventionsunterschiede bei der Versionierung. In Maven hat man dieses Snapshot-Anhängsel normalerweise, wohingegen man bei Eclipse-Anwendungen immer dieses Punkt-Qualifier verwendet. Jetzt hat man natürlich das Problem, wenn man viele verschiedene Plugins hat und man möchte seine Anwendung eine neue Versionsnummer geben, dann müsste man das theoretisch in beiden Dateien, also in POM und in dem Manifest MF, müsste man jetzt hergehen und müsste die Versionsnummer hochziehen. Das ist natürlich viel zu viel Arbeit. Deswegen gibt es auch hier ein entsprechendes Plugin, das heißt Tyco Versions Plugin. Und da kann ich eben sagen, übernehme mir die Version, die ich hier angebe in den Parameter und füge das in POM und in das Manifest mit ein. Damit kann ich das vereinfachen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, dieses Tyco Versions Plugin ist in der aktuellen Tyco Version 0.15, die gerade im Moment aktuell ist, irgendwie nicht drin.
Also in 0.14 war es noch da, 0.15 ist es jetzt im Moment weg. Ich hoffe, dass es wieder kommt oder dass es woanders hin refaktorisiert haben. Das muss man nochmal eruieren. Aber wichtig ist zu wissen, es gibt auf jeden Fall ein Plugin dafür. Man muss nicht alles von Hand machen. Wenn wir uns nochmal das POM hier anschauen, das der POM-Generator erzeugt, ist eigentlich noch nicht vollständig. Also auf Basis von diesem POM können wir das Bundle noch nicht bauen. Da fehlen noch ein paar mehr Informationen. Nämlich, wir müssen sagen, verwende jetzt mal dieses Tyco Maven Plugin, um das Bundle zu bauen. Also mit dieser Konfiguration, und das ist meines Erachtens eigentlich nicht viel, bin ich jetzt schon in der Lage, das komplette Bundle zu bauen. Was passiert hier? Wir haben hier oben unsere Konfiguration an sich. Wir definieren, wir wollen die Tyco-Version über ein Property, wir wollen die Tyco-Version 0.14.1 verwenden. Dann müssen wir angeben, aus welchem Repository Eclipse-Artefakte, die im Rahmen des Builds verwendet werden sollen, heruntergeladen werden. Das heißt, das würde dazu führen, dass während des Builds aus P2 Informationen runtergeladen werden und ins lokale Maven-Repository gecached werden. Ohne dem würde der Build gar nicht funktionieren. Und dann in der Build-Section sage ich einfach, bitte verwende das Tyco Maven Plugin, um eben mein Bundle zu bauen. Wie starte ich den Build? Relativ einfach. Ich gehe in das Projektverzeichnis, auf der Kommandozeile, ich gehe ins Projektverzeichnis und tippe einfach Maven Clean Install und dann rennt der los, lädt sich alle Daten runter. Das kann beim ersten Mal natürlich ein bisschen dauern. Man sieht es hier in der Ausgabe Total Time 7 Minuten, also das war der erste Start. Da hat er sich aus dem P2-Repository ziemlich viel runterladen müssen. Aber im erneuten Bild geht es natürlich viel, viel schneller, weil es ja lokal gecached ist. Ich kann das auf der Kommandozeile starten. Ich kann es aber auch direkt aus Eclipse heraus starten, wenn ich das M2E-Plugin installiert habe. Dazu muss ich das Bundle mit einer Maven Nature ausstatten. Dann erscheint hier so ein kleines M oben dran und dann habe ich verschiedene Maven-Funktionen zur Verfügung, um eben Maven-Builds zu starten. Und dann kriege ich so einen Editor, wo ich die Goals angeben kann. Und die gebe ich auch Clean Install an und dann rennt er los und erzeugt eben das Bundle und legt es im Projektverzeichnis wieder in dieses Target-Unterverzeichnis an. Das heißt, im Target habe ich jetzt hier dieses Jar-File und es ist schon mein gebautes Bundle, mein gebautes Plugin. Da ich aber hier gesagt habe, Clean Install, wird er dieses Bundle nicht nur ins Target reinlegen, sondern gleichzeitig auch in mein lokales Maven-Repository. Wenn ich Clean Install Deploy machen würde, würde es auch noch hochladen wenn ich eine Maven-Box habe, auf den Server, um das ja zu legen. Ja, so kann man einzelne Eclipse-Plugins bauen. Das Ganze funktioniert analog natürlich auch für Feature-Projekte, für Product-Builds. Da verändert sich natürlich oder erweitert sich dann die Konfiguration im POM. Es beschränkt sich aber auch nur auf Konfiguration im POM. Man muss nur im POM konfigurieren. Und ja, das war es eigentlich schon. Wer mehr Info braucht oder haben möchte, den empfehle ich diese drei Stellen. Zum einen, dieser Beat Strasser hat eine recht gute Dokumentation, eine recht gute Slides zum Thema Maven Tyco für Eclipse RCP-Applikation allgemein. Jan Sievers, der ist von SAP, der hat auf der EclipseCon 2012 ein Tutorial gehalten, wie man Tyco verwendet. Und auf GitHub hat er dieses ganze Tutorial-Projekt abgelegt, inklusive Beschreibung und Stück-für-Stück-Anleitung. Mit dem kleinen Nachteil, dass er nur ein ganz kleines Beispielprojekt, also ein einziges Plugin baut. Und was ich dann noch empfehlen kann, ist mein eigenes GitHub-Repository. Da gibt es das Projekt Netteufel E4Geo. Das enthält auch eine komplette Maven Tyco-Konfiguration, besteht auch aus mehreren Bundles, also nicht mehr ganz einfaches Trivialprojekt, und enthält komplette Konfigurationen, um Feature zu bauen, um P2-Repositories zu bauen, um Product-Builds für Mac und Windows und Linux zu erzeugen und so weiter. Und in dem Projekt müssen wir im Prinzip auch einfach Kommandozeile aufmachen, MVN Clean Install eingeben und der macht alles automatisch schon. Aber die drei Stellen würde ich euch dann noch empfehlen. So, jetzt habe ich eine halbe Stunde gesprochen, wahrscheinlich am längsten von allen. Wenn noch Fragen sind, gerne. Ansonsten bin ich fertig. Ich habe da noch eine Anmerkung für Maven. Wenn man sich diese Download-Rate ein bisschen verkürzen möchte, gibt es einen Nexus-Server, vielleicht sagt das der eine oder andere was, wo man dann
sich diese ganzen Jar-Files und was auch immer, was dazugehört zu dem Bild, lokal und auf dem Server in der Firma cachen kann. Und dann wird beim Bild automatisch nur die vom Nexus aktuellste Version genommen zum Bild. Also man kann dann versionieren, welche Version das tatsächlich für ein Bild benötigt wird. Also man kann dann sagen, nicht mehr die neueste, sondern bloß Version 1.4 oder was, sondern wird für jedes Bild in der Firma wie die 1.4-Version zum Beispiel noch von einem Jahr oder sonst irgendwas. Also das kann man dann, das sind wir momentan bei uns dran, das zu bauen. Das ist sozusagen eine Zwischenschicht zwischen Außenwelt und Internet, wo man die ganzen Daten macht. Das sammelt automatisch in der Nacht ein, was dann neuen Jahr-Files gibt. Und dann gibt es dann automatisch, wenn du dann bauen willst, lokal in der Firma, das wird den Server weiter. Also das ist relativ sozusagen eine Abkürzung oder eine Verbesserung. Kann man auch konfigurieren und alles mögliche mit dem Ding machen. Also ich bin noch nicht so ganz konform mit dem System, weil es ein Kollege von mir macht. Aber der hat gesagt, das ist ein Teufelszeug. Im positiven Sinne. Ne? Also kann man richtig. Das ist genau das, was ich vorhin immer meinte mit Maven-Repository, also ein Artefakt-Repository, das kann auf dem Server liegen. Da kann ich meine ganzen Maven-Artefakte, meine ganzen Abhängigkeiten, die ich mir aus dem Internet runterlade, kann ich dazwischen speichern und sie dann praktisch für die interne Weiterverwendung dann zwischenspeichern. Dann kann der einzelne Entwickler, der eine Abhängigkeit braucht, die viel schneller vom Server erholen. Und da gibt es verschiedene Produkte, Nexus, es gibt aber auch von Apache Archiva. Da muss man aber gerade im Zusammenhang mit Taiko auf was achten. Also wenn man Archiva verwendet, dann ist es eigentlich schlecht im Moment, weil Archiva in dem Sinne jetzt noch nicht dieses P2-Repository-Proxying unterstützt. Haben wir leidvoll feststellen müssen. Das ist also ein Feature, das nur Nexus im Moment kann, auch schon in der Open-Source-Version verfügbar. Dass also der Maven-Proxy schon in der Lage ist, wenn ich Artefakte aus einem P2-Repository benötige, sie für mich auf dem Server zwischenzuspeichern. Das kann im Moment meines Wissens nur Nexus. Ich weiß nicht, wie es mit JFrog ausschaut, das habe ich nicht geprüft, aber Archiva kann es nicht. Ja. Wie stabil fühlt sich denn diese Integration für Eclipse an, also diese M2E-Tuning? Also ich habe das bloß vor anderthalb Jahren ungefähr mal benutzt und ich fand es halt, also der Toolchain war relativ wackelig. Im Endeffekt, man ist öfter mal irgendwie wieder zur Konsole gesprungen, weil halt irgendeine Änderung, also das Zusammenspiel zwischen, gerade weil ja eben auch Eclipse diesen inkrementellen Projektbild macht, und das ist ja schon ein bisschen ein anderer Ansatz, ja. Wo der M2E ja lange Probleme hat, wie sieht es denn aus? Mit M2E, zu M2E kann ich persönlich jetzt nicht so viel sagen, weil ich bin eher der Kommandozeilen-Junkie, also ich mache auch alles über die Kommandozeile, aber mein Kollege, der Herr Mühle, der verwendet M2E ständig. Und wie fühlt sich denn das an? Kannst du mal was dazu sagen? Ich brauche kein MVI, ich benutze nur Windows und Eclipse, um die ganzen Kommandozeilen als Shortcuts zu übernehmen. Man kann ja genauso einfach Commands im Eclipse hinterlegen und ach so, okay. Das, was du mit der Kommandozeile machst, habe ich einmal eingetippt und das Ich verwende M2I eigentlich überhaupt nicht. Ja, ich hatte es probiert, aber ich bin auch nicht weit gekommen. Ich mache alles auf der Kommandozeile, muss ich ganz ehrlich gestehen. Kann ich nichts dazu sagen, sorry. Ist das eigentlich irgendwas speziell für E4 oder geht das mit E3? Das geht natürlich auch mit Eclipse 3. Also ist nicht E4 spezifisch. In den Folien von diesem Beat Strasser ist es auch speziell für Eclipse 3 beschrieben. Die anderen beiden Beispiele, die beschäftigen sich dann mit E4. Okay, dann bedanke ich mich.